1812 und forscht in den Stammbüchern aller europäischer Fürstenhäuser nach Fällen von Kindstod. Eine eindeutige Spur führt nach Baden. Hier in Karlsruhe regiert seit Generationen das Geschlecht der Zähringer, das wohlhabende Großherzogtum. 1812, am 29. September. Im Schloss zu Karlsruhe wird ein Junge geboren. Es ist eine komplizierte Geburt. Die Großherzogin von Baden, Fürstin Stephanie de Beauharnais, erholt sich nur langsam. Die Freude über das Kind ist groß. Der Erbprinz von Baden, Stammhalter und künftiger Thronfolger seines Vaters, Großherzog Karl von Baden. Nur wenige Wochen nach seiner Geburt, in der Nacht des 16. Oktober, erkrankt das Kind unerwartet. Die herbeigerufenen Hofärzte sind machtlos. Der Säugling stirbt, Ursache unbekannt. Baden ist wieder ohne Thronfolger. Droht eine Staatskrise? Noch in derselben Nacht bewegt sich der Trauerzug nach Pforzheim zur Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Die Familiengruft in der Schlosskirche von St. Michael. Hier werden alle Angehörigen aus der Zähringer Linie dieses Fürstenhauses zur letzten Ruhe gebettet, seit 300 Jahren. Auch der Kindersarg des namenlos getauften Sohns steht hier aufgebahrt. Doch liegt darin auch wirklich der Thronfolger? Nein, so die Antwort Feuerbachs. Nicht der Erbprinz sei gestorben und liege hier begraben, sondern ein heimlich untergeschobenes, sterbenskrankes Kind. Wer könnte dieses andere Kind gewesen sein? Die Lösung des Geheimnisses ruht in dieser Gruft. Aber der Zutritt dazu wird vom Hause Baden bis heute niemandem gewährt. Die Suche nach der Identität des fremden Kindes führt uns ins Generallandesarchiv in Karlsruhe. Hier werden alle Geburten, Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle Badens seit Hunderten von Jahren gesammelt und aufbewahrt. Stimmt die Theorie vom vertauschten Prinzen, dann gibt es einen Jungen, gleichaltrig mit dem Prinzen, dessen Eltern in Beziehung zum Karlsruher Hof gestanden haben. Zusammen mit Archivar Wolfgang Müller folgen wir der Spur der Hauser-Forscher und suchen in den Geburtsregistern der Jahrgänge ab 1812 nach jemandem, auf den all das zutrifft. Johann Ernst Jakob Blochmann. Im Jahre 1812 wurde in hiesiger großherzoglichen Residenzstadt Karlsruhe in der Gemeinde Klein-Karlsruhe geboren. Das Geburtsdatum lautet auf den 26. September, drei Tage vor der Geburt des Prinzen hier im Karlsruher Schloss. Der Vater war Arbeiter bei Hofe und stand im Dienst einer gewissen Gräfin Luise Caroline von Hochberg. Ein Blick auf die Familiengeschichte des Hauses Baden untermauert den Verdacht eines Erbfolgestreits. Die Ehe der Luise Caroline von Hochberg als zweite Frau des Markgrafen Karl Friedrich ist nicht standesgemäß. Folglich hatten ihre Söhne keinen Anspruch auf den Thron. Der ist allein den männlichen Nachkommen aus der ersten Ehe des Markgrafen vorbehalten. Es sei denn, diese Nachkommen der ersten Linie stürben. Und tatsächlich, alle männlichen Erbfolgeberechtigten der Linken der Zähringer Linie sterben. 7 Tote aus 4 Generationen. Dann ist der Weg frei für die Hochberg und ihren Sohn Leopold. Also doch, Kaspar Hauser, das Opfer einer Familienintrige.
Auf Vermittlung Feuerbachs wird Kaspar auf die Insel Schütt gebracht. Zu Georg Friedrich Daumer, der dort zurückgezogen mit seiner Mutter und seiner Schwester wohnt. Daumer ist Privatgelehrter. Unter seiner Obhut lernt Kaspar lesen und schreiben. Daumer ist überrascht von Kaspars Wissensdurst. Seine schnelle Auffassungsgabe ist verblüffend. Ein Wunderkind? Was andere in Jahren lernen, erreicht er in Tagen. Unerklärbar ist die gestochen klare und feine Handschrift des Schülers. Nur seine Liebe für das Malen übertrifft Kaspars Eifer und Fleiß beim Lernen. Schnell erlernt er den Umgang mit der Technik und seine Bilder zeugen von einer tiefen Empfindsamkeit. Kaspars auffallendes Talent gilt als ein Indiz für eine vornehme Abstammung. Noch andere Eigenschaften entdeckt der Lehrer an seinem Schüler. Daumer beschreibt dessen außergewöhnliche Fähigkeit, selbst in der Nacht noch Farben sehen zu können. Ist das ein Beweis für die lange Kerkerhaft und die Gewöhnung der Augen an die Dunkelheit? (1829) Ein Jahr lebt Kaspar Hauser nun in Freiheit. Aber wer ist er? Woher kommt er? Kaspars Erinnerungen sind wie ausgelöscht. Doch nachts in seinen Träumen drängt Verschüttetes nach oben. Alle Neuigkeiten über das im Dunkeln liegende Vorleben des 17-Jährigen werden begierig aufgenommen. Sein Vormund schreibt, vor längerer Zeit träumte ihm von einem Wappen, was er im Traum oberhalb der Tür eines großen Hauses gesehen habe. Er machte sogleich eine Zeichnung. Eine Erinnerung oder bloß ein Traum? Wir folgen der geheimnisvollen Spur. Schloss Beugen am Hochrhein zwischen Basel und Waldshut. Seit 1806 im Besitz des Markgrafen von Baden, der es seiner zweiten Frau, Gräfin Hochberg, schenkte. Im Garten des Schlosses finden wir über der Tür des abseits gelegenen Teehauses dieses Wappen. Tatsächlich, Kaspar zeichnete übereinstimmend mit dem Original die Krone, die Streifen links unten und das Löwentier rechts, die gekreuzten Schwerter und die Mittelachse, bestehend aus einem Szepter. Reiner Zufall? Oder ein Beweis dafür, dass er als Kind in Beugen gewesen sein muss? Das gezeichnete Wappen und Beugen liegt am Rhein. Da, wo 1816 die Flaschenpost gefunden wurde, mit dem rätselhaften Inhalt, der besagt, dass jemand hier gefangen gehalten wird. Denkbar also, dass die Flasche stromabwärts schwamm, bis hinter Basel, wo sie ein Fischer fand. Wurde die Flaschenpost tatsächlich hier in den Rhein geworfen? Alte Karten und Chroniken beweisen, dass der Rhein schon damals in unmittelbarer Nähe an den Gebäuden und am Schloss vorbeifloss. Wenn hier in Beugen ein Kind versteckt wurde, welche Räume kamen dafür in Frage? Mit niedriger Decke und Stroh ausgelegt, auf dem er saß, ganz allein mit nichts als einem Holzpferdchen zum Spielen. Auf unserer Spurensuche in Beugen treffen wir Pfarrer Schmidt. Er kennt die Geschichte des Ortes und die Gerüchte um Kaspar Hauser. Es ist denkbar, dass der kleine Kaspar Hauser in den Jahren nach 1815 hier auf dem Gelände von Schloss Beugen gewesen ist.
Wie man sich das vorstellen muss, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen sagen, er sei in relativer Freiheit hier auf dem Gelände herumgesprungen. Andere denken an die Räumlichkeit hinter diesen beiden Fenstern. Die interessante These bezieht sich auf den Raum, der sich hinter diesem Schlitz befindet. Dort ist eine Räumlichkeit, das wissen wir, aber diese Räumlichkeit ist von der Kellerseite her zugemauert, also nicht zugänglich. Da drin gibt es aber einen Raum, der gut und gerne auch als Verlies